I'm no fan of the sun, but it would be better than this. Das glaube ich nicht, denn das ist Let's Play Skyrim Dawnguard. Oh Junge. Und es geht weiter. Wir müssen zu Izran und von unserem Erfolg berichten. Und was war der Erfolg? Wir haben den Moth Priest vermutlich irgendwie rausgefunden, wo der ist, oder? Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Es ist jetzt ein paar Tage her, dass wir gespielt haben. Alles vergessen. Und wie unsere Zuschauer übrigens aus, vergesse ich immer alles ganz schnell. Einer hat geschrieben, wir sollen noch bitte längere Folgen machen, weil er so schlecht Englisch kann, dass er nach einer Viertelstunde schon wieder alles vergessen hat, was passiert ist. Ja, du ja auch. Oh, was? Da ist Izran. Hä? Achso, sie ist schon mal vorgegangen. Bran ist auch noch da. My trip to Skyrim has become quite the adventure. Den haben wir ja schon. Da ist er. Ich ganz vergessen, den haben wir ja schon aus dem unterirdischen Ding. Siehst du, ich vergesse auch mal. I'm impressed you can find a moth priest so quickly. Ja, siehst du mal. Gator schaukst. For the reading? Yeah. Just let the old man know when you're ready. Na dann. Hätten wir noch irgendwas vorbereiten müssen? Nee. Dann lass mich doch einfach mal vortragen. Let's cut the crap. Not as much as I would like. Even after spending decades of my life in study of the Elder Scrolls, they remain a great mystery to me. It's true for most of my brothers in the Order as well. We don't really know where the scrolls came from or who wrote them. What we do know is that some are born with the special gift to read the Elder Scrolls. These chosen few can divine events of the past and future within the scrolls, though in time, it drives us to blindness. I'm afraid there's not much more to tell. Even today, the Elder Scrolls remain a great enigma. Guck, die kriegen die Leute, halten sie mit der gleichen lahmen Ausrede vom Lesen einer Elder Scroll ab, wie vom Masturbieren, man wird blind. So, glad you made it here. Aber ah, my rescuer. It's good to see you again. It's not exactly the hospitality I'm used to, but your man Isran has seen to my needs well enough. And might I add, this is a remarkable fortress. I have colleagues back home that would love to study this place in detail. Der ist normal nur so Gastfreundschaft gewohnt wie der VW-Betriebsrat sie genießt, wenn er einen Ausflug nach Budapest macht. Oh, most certainly. Let's find out what secrets the scroll can tell. Now, if everyone will please be quiet, I must concentrate. Drei Eier, Butter, Salz. I see a vision before me. An image of a great bow. I know this weapon. It is Oriol's bow. Now a voice whispers, saying, among the knight's children, a dread lord will rise in an age of strife. When dragons return to the realm of men, darkness will mingle with light, and the night and the day will be as one. The voice fades and the words begin to shimmer and distort. But wait, there is more here. The secret of the bow's power is written elsewhere. I think there is more to the prophecy, recorded in other scrolls. Yes, I see them now. One contains the ancient secrets of the dragons, and the other speaks of the potency of ancient blood. My vision darkens, and I see no more. To know the complete prophecy, we must have the other two scrolls. I must rest now. Uh-oh. The reading has made me weary. Nö, oder? You should get some rest. Was denn? Na, wo ist wohl die eine Elder Scroll, die von dem Downfall of the Dragons erzählt? Oh. Die haben wir ja gerade den Bibliothekar angedreht. Ja, dann. Menno. Oder ist es nur das zwei andere? Das könnte natürlich auch sein. Oh, Serana will uns was Wichtiges sagen. That moth priest Dexian. He said we needed two other Elder Scrolls. I think I know where we can start looking. Da, nee, musst du zurückkaufen. Bestimmt kostet es zehnfache. Half the people in your little crew would just as soon kill me as talk to me. That doesn't exactly make me want to open up. What? I got a warmer welcome from my father, and that's saying something.
Ever since he decided to make that prophecy his calling, we kind of drifted apart. I don't even think he sees me as his daughter anymore. I'm just a means to an end. We need to find my mother, Valerica. She'll definitely know where it is. And if we're lucky, she actually has it herself. The last time I saw her, she said that she'd go somewhere safe. Somewhere that my father would never search. Other than that, she wouldn't tell me anything. But the way she said it, someplace he would never search. It was cryptic, yet she called attention to it. Maybe. What I can't figure out is why she said it that way. Besides, I can't imagine a single place my father would avoid looking. And he's had all this time, too. Any ideas? Also da nicht. In Castle Wocky da, aber da würde er nie gucken. Wobei. Ja, vielleicht das. I don't think so. She said she wanted to stay awake in case the situation was resolved. It had to be one of us, and, well, she's so much more powerful than I am. It just made sense for her to be out here. Anything else? Wait, that almost makes sense. There's a courtyard in the castle. I used to help her tend a garden there. All of the ingredients for our potions came from there. She used to say that my father couldn't stand the place. Too peaceful. Oh, absolutely. But my mother's not a coward. That is, I don't think we'll actually trip over her there, but it's worth a look. True. But I know a way we can get to the courtyard without arousing suspicion. There's an unused inlet on the northern side of the island that was used by the previous owners to bring supplies into the castle. An old escape tunnel from the castle exits there. I think that's our way in. Don't let me stand in your way then. Müssen wir jetzt einen anderen Elder Scroll holen? Komm mir jetzt ganz schön verarscht vor von Team Dawnguard hier. Von dem Hund, weil er dauernd reinbellt, wenn etwas Wichtiges gesagt wird. Wie jetzt gerade. Ja, wie jetzt. Ich glaube, ich lasse den jetzt hier. Was? Ja, warte mal. Da hat er jammert. Ja, aber schau doch, wie lieber guckt. Ja, aber der war. Ich glaube, der bleibt jetzt. So. Oh. Soll er hier mal bellen und drüber nachdenken, was er gemacht hat? Und Serana, die blöde Nuss, hätte ruhig mal was sagen können, als wir diese dumme Elder Scroll für 2000 Piepen verkauft haben. Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Na, jetzt fahren wir halt nochmal zurück nach Winterholm und hoffen, dass das alles so funktioniert. Aber dann, warte mal, dann packen wir sie schon ein, oder? Die geht jetzt hier alleine durch die Gegend. Wie willst du den einpacken? In den Teppich? Warte, wenn ich jetzt sage, let's go to the castle secret entrance, dann gehen wir erst dahin, oder? Aber jetzt musst du erstmal zum Schloss. Nö. Aber jetzt ist sie doch am Start. Oder meinst du, sie fängt es zu quengeln an? Können ja schon mit der Schnellreisefunktion wieder nach Winterholm zurück. Yeah, Winterholm, da waren wir ja noch gar nicht. Da. Nicht Winterholm, Winterhold. Ist denn Winterholm noch gleich? Ist das Game of Thrones? Es gibt Windhelm. Das ist diese andere Stadt in der Nähe von Winterhold. Was ist Winterholm noch gleich? Ist das nicht aus einem anderen Fantasy-Universum irgendwie so ein Orden? Auf Winterholm? Vielleicht meinst du Michael Holm. Ja, genau den meine ich. Nee, Winterholm sagt mir gar nichts. Ich komme noch drauf. Jetzt will er bestimmt viel mehr Geld dafür haben, oder? Wenn er ein schlauer Bibliothekar ist. Aber ich bin sein Chef? Naja, das heißt ja nichts. Oh, was ist hier los? Völkerwanderung? Sie bewegen sich im Gänsemarsch, um ihre Stärke zu verbergen. Ah, die auch. Jetzt bist du eingekreist. Pass bloß auf. Warte mal, ist da die Dings auch da? Ah, die ist das, glaube ich. Tolfdir ist Master Wizard.
Destruction. I can teach you, but I won't be held responsible for what you do with the knowledge. Genau, das, die hatte ich mich vorhin gesucht, weil hier kann ich mich jetzt Destruction trainen. Gibt nicht zu viel Geld aus, wer weiß, was der Typ für den Scroll haben will. Ich würde dich ja total in Grund und Boden handeln. Na? Lass mich jetzt hier trainen. Du bist viel zu gierig. So. Es reicht nicht. Meinst du? Ja. Ja, dann dauert dieses Let's Play eben so lange, bis ich mir mit Teller waschen und Zeitungen austragen genug Geld verdient habe, um die Scroll zu kaufen. Mann, so ein... Ah! ich fuchsig. Habe ich dich nicht auch noch gewarnt? Von wegen, verkauf du nicht dein Elder Scroll? Ja. Ich glaube, ich habe dich gar nicht gewarnt, aber ich habe es mir gedacht. Nicht. Blöde Serana, echt? Ja, ich wusste ja nicht, dass ich euch trauen kann. 2000 Piepen für eine Elder Scroll. Den lassen wir voll rein. Du hast mich schon wieder falsch gelatscht. Ich muss ja darüber eigentlich. Entschuldigung. Das ist bisher eine großartige Folge, muss ich sagen. Ja, das liegt daran, dass halt Team Dawnguard nicht zusammenhält. Hier, oder? Arcaneum. Natürlich auch falsch. So gut kenne ich mich da aus. Die eigenen Mitarbeiter hauen mich übers Ohr. Ich kenne mich in den Räumlichkeiten gar nicht aus. So, sind wir hier doch richtig. Das ist die Bibliothek, oder? Richtig. Ja. Und da ist auch Conan, der Bibliothekar. So, Schlitzohr. Archmage or not, my rules about books still stand. Na? All this knowledge might have been lost, were it not for you. So, her damit. Finally came to your senses, huh? Realized what you gave up. Can't say I'm surprised. Tell you what, I'll sell it back to what? You for 4,000 coins. Oh, very well. I don't know how you expect me to keep this place in order when I can't make a profit. Chef kommt da unter zum Ober. Das war jetzt einfacher, als ich dachte. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Also er hätte cooler handeln müssen. Das ist ja ganz witzig, wenn da... Jeder, der jetzt Witze macht über richtig falschen und das Wort Kürbisflasche dabei erwähnt, der kriegt eins hinten drauf. Immer hinten drauf. Also das ist ja wohl das primitivste und dümmste, was ich je gehört habe. Ja, dann haben wir ja schon eine von zwei Elder Scrolls. Wie wir das gemacht haben, oder? Swords swing faster than axes and axes swing faster than maces. Das entstand in einem mittelalterlichen martialischen Kinderbuch. Das war erst ein Zungenbrecher, aber dann haben sie es ein bisschen entschärft. Korrekt, spricht man es übrigens Sword aus. Ist da eigentlich auch mal gutes Wetter? Nee, oder? Ist doch voll schön mit Schnee. Schnee ist ja, super. Aber ich meine auch mal blauer Himmel oder so, keine Ahnung. Nö, das ist hier Winterhold und weiß-blauer Himmel. Blue Sky Hold. Irgendwann komme ich noch drauf, wie ich auf Ravenholm, meine ich wahrscheinlich. Ja, das ist die Zombie-Stadt in Half-Life 2. Stimmt. Ja, so, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen mit Serana zum Hintereingang von Dingsen, oder? Wir haben übrigens total exklusive Informationen über Half-Life Episode 3 und Half-Life 3. Ja. Die dürfen wir aber euch noch nicht sagen. Ja, genau. Ich warne euch nur. Also. Bist du blöd? Das ist so ein Gerücht, nicht in die Welt setzen. Wieso nicht? Das machen doch andauernd Leute. Und dann weiß immer jeder Bescheid und das kann ich doch auch mal sagen. Aber im Gegensatz zu diesen Wichtigtouren möchte ich nicht, dass ich morgens um 3 aus dem Bett geklingelt werde, weil irgendjemand glaubt, dass wir ja da nicht Scheiß erzählt haben. Aber wie sollen die Leute dich denn aus dem Bett klingeln, wenn sie weder wissen, wo du wohnst, noch deine Nummer? 0175. So, da müssen wir rein. Schaffen wir das in der Folge noch, Daniel? Wird eng, ich glaub's nicht. Dann machen wir hier mal kurz eine Pause. Ja. Boysken. Oh, yes. Sie ist aber zutraulich. Ich hab nichts gesagt. Gut, dann dieser awkward silence sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Let's play Dawnguard. Bis dann, ciao. Servus.